da kommt Rassig, ja. Da machen wir einen Anflug jetzt. Flogen in das Flugzeug. Von da oben kann ich mir was machen. Ich sehe auf dem Rund diese roten Streifen an der Flügel. Das ist die Neutralitätsbemalung von der Schweizer Jugendwaffe gesehen im Zweiten Weltkrieg. Damit wir unsere von der Schwarz bis Schwarz sind. Die Moran, die wir hier sehen, die sind die einzige noch fliegende Moran. Und hier sind doch irgendwie rund etwa 2000 Stück Auto, die auf dem Flugzeug nicht in der Schweiz, aber in Frankreich, das ist ja Standard-Flugzeug, also Standard-Jahre, sind die französische Luftwaffe am Anfang der zweiten Weltkrieg. Die Moran MS-406, wie sie im Frankreich heisst, original, hat als Mai-Juni, wo das Frankreich gefeuert worden ist von den Deutschen, eine Halbflasche von der französischen Luftwaffe in dem Bereich, weil der größte Teil der französischen Luftzeit kommt. Schutz ist recht rank. Moran macht einen Landeanflug. Wir hätten sie eigentlich gerne hier auf dem Platz gehabt. Er macht einen sogenannten Touch and Go. Also er setzt kurz auf und startet über die Uhr. Es sieht im Moment sogar aus, wie wenn er hier klettert und nicht ohne starten und klettert. Schön, er sieht er. Yeah, that's good.